Servus Leute, herzlich willkommen zurück bei einem weiteren Part Let's Play Minecraft und yes, Shader funktioniert, nice. Ja, ich habe Shader installiert seit einigen Parts, also die Optifine Version ist jetzt endlich draußen. Mein Gott, das war wieder ein Mist, das zu installieren. Irgendwie funktioniert mein Forge nicht, da musste ich irgendwie schauen, wie installiere ich Optifine und so weiter. Oh. Ich mache das ja nicht so oft und ja, jetzt funktioniert das Ganze mit einer recht schönen Shader-Mod. Eine Shader-Mod, die ich vorher noch nicht benutzt habe. Irgendwie funktioniert der Link zu dieser Shader-Mod, die ich sonst immer benutze, nicht so richtig. Irgendwie ist da ein Bug drin, keine Ahnung. Aber jetzt haben wir jedenfalls eine Shader-Mod. Die ist jetzt vielleicht nicht so... Ja doch, die ist auch, ganz nice, ja. Gut, etwas natürlicher als die letzte. Die letzte war ja voll übertrieben, aber war auch ganz nett. Aber jeder Shader hat ja ihren eigenen Stil, sag ich mal. Jetzt mal ihren eigenen Special-Stil. Jetzt bloß die Frage, was machen wir in diesem Part? Der Janka aus der Vergangenheit hat ja gesagt, ich soll hier die Stützen hier machen. Und dafür brauchen wir erstmal Holz. Und er hat gemeint, ich sollte Holz sammeln. Holz habe ich ja soweit hier. Das heißt, ich... Alter, der Schnee sieht mit dieser Shader mal total fluffy aus. Fluffy! Schön, so. Ja, dann holen wir uns ein paar Äxte. Am besten aus Eisen, dass das ein bisschen schneller vorangeht, weil wir machen ja alles aus Steinen. Wo haben wir denn? Rohkupfer. Super. Ich weiß immer noch nicht... Ey, ich brate das jetzt. Ich brate das jetzt sowas von. Wie viel Kohle haben wir denn hier? Nur 4. Geil. Vielleicht sollte ich mir mal wieder eine Höhlenerkundung machen und ein paar Erze holen. Ich glaube, das mache ich vorher. Wisst ihr was? Dann nehmen wir uns mal hier Eichenstamm mit und holen uns erstmal hier ein paar Stöcke, dass wir dann quasi ein paar Äxte bauen. Ne, machen wir erstmal ein paar Spitzhacken, genau. So 3 Stück oder so. So. Komm, machen wir uns noch ein paar mehr. 1, 2. Und dann holen wir uns das Eisen mit. Suchen wir mal nach einer Höhle und holen uns ein bisschen Eisen und Kohle. Weil ich habe das Gefühl, dass wir das gerade dringend benötigen. Holen wir uns mal, tun wir mal die Erde da rein. Die Kohle tun wir mal auch rein. Ich meine, ihr seht ja, wie wenig Rohstoffe wir gerade hier haben. Das ist ja erschreckend. Ich dachte, ich hätte so viel. Und hier ist noch eine Truhe drin. Stellen wir die einfach mal sporadisch hier auf. So, und dann tun wir den restlichen Müll einfach mal da rein. Da braucht man nicht so viel. Nehmen wir mal da die Hälfte raus. So, das kann man auch hier rein tun. Den Schild auch. So, Gott. Die Axt lassen wir auch hier. Die Hacke brauchen wir auch nicht. Genau, dann nehmen wir das hier mit zum Craften. Okay, dann schauen wir mal, wo wir hier eine Höhle haben und holen uns mal die Rohstoffe mit. Boah, also die Höhlen, die gefallen mir echt gut mit dieser Shader. Cool, hat schon was. Ja, ja, also jede Shader hat so ihren eigenen Charme, kann man sagen. Hier in dieser Mod sehen halt die Höhlen ziemlich geil aus. Weil so die die Beleuchtung so, ja, so anders ist. Und im Gegensatz zu anderen Minecraft-Parts habe ich in diesem Part jetzt ein paar Themen vorbereitet. Ich habe folgende Themen: soziale Medien, mein erstes Handy, die Gaming-Branche, Schulgeschichten, Betrüger, Fastfood, Urlaub und die Geburt und erstes Bewusstsein. Aber irgendwie sind das so Themen, über die habe ich gar keine Lust zu reden. Keine Ahnung, was sich der Vergangenheits-Kevin da gedacht hat, als er sich diese Themen ausgesucht hat. Ich hätte meistens sehr spontan immer, und wenn ich hier irgendwas plane, irgendwie soziale Medien, ich meine, was will ich darüber erzählen? Darüber, dass Facebook, ey, kennt das ja alles schon, oder? Ja, kennt das ja alles schon. Wie süchtig Facebook machen kann und so, ich kann ja mal ein paar Erfahrungen berichten, so, Alter, Alter, die Dunkelheit sieht aber echt dunkel aus. Boah. Also hier sieht man echt den Unterschied mit der Shader-Mod. Die Dunkelheit, ja. Ich würde sagen, wir verbrauchen jetzt mal diese hier komplett.
Ich muss sagen, also soziale Medien, also ich habe nicht so viel Erfahrung, was soziale Medien angeht. Ja, es gibt viele, man hört ja immer so in den Nachrichten, ja, dass die Leute süchtig sind und so. Meistens sind es irgendwelche 16-jährigen Mädchen oder so, die irgendwie nicht mehr weg können von den Sachen wie Facebook, wobei Facebook heutzutage auch nicht mehr so in ist, ne? Heutzutage sagt man ja, dass Facebook hauptsächlich so alte Leute nehmen, ne? Danke, danke. Also ich selber nutze eigentlich nur Facebook als soziales Medium. So Sachen wie, keine Ahnung, Instagram und so habe ich gar nicht. Ja, also jetzt, warum brauche ich das eigentlich? Warum brauche ich das eigentlich? Ich hab mein Facebook, da poste ich manchmal meine Sachen und mehr brauche ich eigentlich nicht. Ja, aber es gibt die Leute, die sind in allem angemeldet, haben Twitter, haben Facebook, haben Instagram und so ein Zeug, sind auf TikTok nebenbei noch unterwegs. Also ich finde, das braucht man alles nicht. Man braucht nur einen Messenger, dann mehr braucht man einfach nicht, ja. Ja gut, es gibt Leute, die sind vielleicht noch auf einer anderen Plattform, ja, mit denen könnte man eventuell dann nicht kommunizieren. Zum Beispiel gibt es Leute, die vielleicht nur auf Twitter sind oder vielleicht nur auf Facebook und mit denen hat man dann gar keinen Kontakt. Okay, sehe ich dann irgendwie ein, wenn man das dann braucht. Aber ich würde jetzt nicht aktiv irgendwie nur, ich würde jetzt nicht aktiv immer darauf achten, dass meine ganzen sozialen Kanäle up to date sind, ja. Also mit, also ich würde jetzt nicht drei soziale Medien gleichzeitig immer regelmäßig führen wollen. Also das wäre mir dann zu viel Aufwand, ja. Man merkt es ja auch an meinem eigenen Kanal. Also ich habe an meinem eigenen Kanal eigentlich nur einen Facebook-Account und vielleicht nur einen Steam-Account, aber den benutze ich hauptsächlich für private Zwecke und nicht für irgendwelche, ja, Interaktionen mit euch, sondern eher so privat, ja. Und mehr habe ich eigentlich nicht, ja. YouTube nutze ich halt auch so zum Streamen von, ja, halt zum Video hochladen, YouTube. Und ich habe mir mal einen Twitch-Account gemacht zum Experimentieren, ob das auch funktioniert. Aber irgendwie ist Twitch für mich nicht wirklich eine gute Alternative, weil dort die Videos immer regelmäßig gelöscht werden. Und ich finde, dass ich meine Videos schon gerne länger auf einer Plattform haben möchte, wenn ich sie schon produziere. Ich meine, das ist ja alles Lebenszeit, die ich dann verliere, ne? Und wenn ich auf Twitch irgendwie streame für 2 Stunden, niemand schaut sich das an und dann wird es nach, keine Ahnung, nach 2, 3 Monaten gelöscht, dann ist es ja auch blöd, ne? Und wenn ich es halt auf YouTube hochlade, wo die permanent bleiben, die Videos, dann kann ich das vielleicht in 10 Jahren anschauen und mir dann denken, ah, haha, so war ich also damals drauf, ja. Das merke ich, wenn ich heutzutage meine alten Videos anschaue, also aus 2000 12 oder so, oder meine alten Minecraft-Parts aus 2011. Das ist dann schon ein bisschen, ja, wie so ein Album, sag ich jetzt mal, wie wenn man sich so ein Fotoalbum anschaut. Das ist dann auch so eine Art Erinnerungsstück, wie man halt damals gewesen ist. Ja. Wobei ich heutzutage beim Facebook auch ein paar Bilder habe, die ich ungefähr, ja, vor 10 Jahren hochgeladen habe und für die ich heute immer eine so Erinnerung bekomme, was ich vor 10 Jahren gemacht habe. Und das ist dann auch schon, ja, ich habe ja Facebook seit 2011, also schon 11 Jahre. Und es ist schon sehr faszinierend, so was man damals gepostet hat. Und ich muss mir mal bei manchen Posts denken, mein Gott, was habe ich damals für einen Scheiß gepostet? Ja, und dann lösche ich das teilweise auch, weil das echt so ein Mist war, den ich da gepostet hatte, weil ihr wisst ja, was man so postet, wenn man jung ist, ja. Wenn man so, keine Ahnung, so 12 ist oder so, ja, da postet man ja alles irgendwie, auch so Sachen, die einen frustrieren und so, was vielleicht nicht jedem interessiert. Und ja, so ein paar Sachen habe ich dann mittlerweile auch gelöscht, wenn ich sowas noch heute lese, was ich damals gepostet habe. So, und hier geht's wieder ganz tief runter. Ganz, ganz tief und hier ist Wasser. Ja. Ja, ich frage mich echt, was wir mit dieser Höhle machen könnten. Ein riesiges Lagerhaus, aber da sind wir ja Jahre beschäftigt. Bis wir damit fertig sind, ist das Let's Play schon vorbei. Boah, seht euch das an, wenn ich hier dunkel schalte, dann sieht man hier absolut gar nichts. Also, diese Shadow Mod ist sehr radikal, was Dunkelheit angeht. Ja, aber das ist vielleicht ganz nett. So, ist ja auch realistisch, wenn es komplett dunkel ist und man kein Licht hat. Weil sonst könnte ich einfach in die Dunkelheit gehen, ohne irgendwelche Fackeln zu verbrauchen. Und Fackeln sollte man schon verbrauchen, wenn man irgendwie in die Höhle geht. Ja, das soll ja realistisch sein. Also komplette Finsterheit, da bin ich absolut für. So, weil dann braucht man schon eine Art Lichtquelle. Ist auch schwer, wenn man dann kein
Licht hatte, Alter. Ich kann ja mal sagen, was soziale Medien angeht, was ich damals so hatte. Also ich hatte 2008, hatte ich mein erstes soziales Medium, das habe ich mir damals im Schulunterricht eingerichtet, das hieß irgendwie Netlog oder so. Da waren hauptsächlich meine Klassenkameraden drin und ja, war eigentlich nichts Besonderes, hatte ich irgendwie so einen Fantasy-Namen, ich glaube, der heißt Live to Die. Heutzutage gibt es diese Plattform gar nicht mehr. ja. Das war so mein erstes soziales Medium und dann kam ich halt 2011 nach, habe ich mich auf Facebook angemeldet. Eigentlich wollte ich habe mich jahrelang darüber gewehrt, dass ich mir Facebook hole, einfach weil ich keinen Bock hatte, weil ich eben dieses Netlog schon hatte und ich wollte mir kein Facebook machen. Und dann wurde der Hype um Facebook immer größer und dann habe ich mir halt gedacht, na komm, scheiß drauf, machst du dir einfach mal Facebook, ja. Dann habe ich halt meine Klassenkameraden damals halt als Freund hinzugefügt und ja, dann haben wir halt interagiert auch mit Fotos und so weiter. Aber ich habe jetzt nicht groß kommentiert, was meine Freunde so gepostet haben auf Facebook. Ich habe das einfach mir angeschaut und halt dann so gelassen. Also ich bin da jetzt nicht so hingegangen zu all meinen Freunden, habe das alles groß kommentiert. Also das war mir dann auch ein bisschen zu blöd. Ich meine, mich interessiert das auch nicht so wirklich, was die alles posten. Ja, also wenn Leute irgendwie ihr Mittagessen posten, wem interessiert das? Ja, also mich interessiert sowas überhaupt nicht. Ja. Das ist mir dann doch zu blöde, ja. Man kann ja nicht ständig, immer wenn man ein schönes Essen hat, ein Foto machen und das auf Facebook posten. Das ist ja, da wird mir ja irre, wenn man ständig irgendwie von an 50 Freunden, wow, wenn man von 50 Freunden das Essen immer sehen muss. Das ist ja mega blöd. Also da ist mir meine Zeit schon ein bisschen zu schade. Eigentlich wollte ich jetzt ja hier. Ich wollte doch eigentlich Holz sammeln gehen, und jetzt bin ich hier in der Höhle. Naja, vielleicht brauche ich. Ja, ich brauche es ja. Ich habe es ja gesagt am Anfang des Parts. Ich brauche das alles. Ich brauche ein bisschen Eisen, bessere Werkzeuge und so weiter. Ich kann ja nicht nur mit Stein hantieren. Wir sind ja die ganze Zeit hier in der Steinzeit, seit Part XY. Vielleicht sollte man auch mal einen Zaubertisch herstellen. Da brauchen wir Obsidian, aber da brauchen wir mehr Diamanten dafür. Wir brauchen erstmal eine Diamantenspitzhacke, um Obsidian abbauen zu können. Und dann brauchen wir noch zwei Diamanten, um den Zaubertisch zu fertigen. Und dann brauchen wir noch eine Kuh für Leder, für ein Buch. Ich habe mir das Rezept angeschaut, was wir brauchen. Also das ist doch schon eine Menge, aber das kriegt man schon hin. Also auf Peaceful kann man sich schon einen Zaubertisch herholen. Dann können wir uns vielleicht noch eine Lore-Route holen im Nether. Dann müssen wir den Lore killen. Das wird dann ein bisschen Kampf für uns werden. Da sollten wir uns dann ein bisschen vorbereiten, bevor wir gegen die antreten, gegen die Lore. Lore, 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 Lore. Wo bin ich denn jetzt hier? Ich werde hier sowas von mich wieder verlaufen. Und dann werde ich mich wieder ärgern. Wo bin ich denn hier gelandet? How can I? What kind of place is this? Ah, hier war ich schon mal. Alles klar. Erkennbar an den Fackeln. Was ist denn das hier? Was ist das hier? Ist das Kupfer? Das ist doch Kupfer, oder? Ich habe schon so viel von diesem Kupfer. Naja, jetzt habe ich immer einen Kohle, um das Ganze zu schmelzen, aber trotzdem. Warum brauche ich so viel Kupfer? Ich habe immer noch keine Ahnung, für was man Kupfer braucht. Na toll, das ist alles. Das ist alles irgendwie Getreide, das ist Lava. Hier waren wir, glaube ich, schon mal. Hier ist irgendwie so ein Erdklumpen. Naja. Und hier ist eine Treppe, hier ist Eisen, hier ist ein Lavafluss. Das Eisen können wir uns noch mitnehmen. Und hier auch. Ah, ist mit dieser Schäden des Höhlenerkundungen ziemlich cool. Warte, wann habe ich eigentlich aufgenommen? Ja, ungefähr vor 10 Minuten etwa. dann mache ich es einfach so, dass ich jetzt. Ja. 18 Uhr mache ich dann. Also 19 Uhr. Jetzt haben wir 18 Uhr, dann mache ich um 19 Uhr Schluss. Ungefähr. Normalerweise sehe ich immer die Minuten, aber das macht ja nichts, wenn es ein bisschen länger ist. Ja. Oh. Ich habe das Wasser gar nicht gesehen. Das ist mir erst jetzt aufgefallen. Wo kommt denn das Wasser her? Ach, da hinten ist Wasser. Mein Gott. interessant. Eigentlich wollte ich nur das Eisen mitnehmen, aber jetzt ist hier Wasser. Blub, blub, blub. Wo sind wir denn hier? Hallo. Oh, ich sollte da nicht so tief reintauchen. Ja, das ist echt blöd. Jetzt ist hier alles voller Wasser. Ja gut, dann machen wir hier wieder dicht. so in etwa. Okay, hier geht's weiter. Oh Gott, jetzt habe ich hier Lag.
Lag? Wie kann das sein, dass ich lagge hier? Ich habe 24 GB Arbeitsspeicher und eine Grafikkarte, die recht aktuell ist, so 2019 etwa. Also nicht ultra geil, aber immer noch vom hohen Niveau, was Leistung angeht. Bloß mein CPU ist ein bisschen alt. Der ist noch von 2017. Oh Gott, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht ersticke. Ich gehe hier wieder nach oben. Das ist mir dann noch ein bisschen zu heiß, ja. Sag ich, während ich hier im Wasser bin. Okay, das gefällt mir nicht. Gehen wir einfach mal hier raus. Man muss ja nicht immer... Ja, hier ist auch noch Eisen. Das kann man gleich mitnehmen, indem wir hier uns hochstapeln. So, wie viel Eisen haben wir denn jetzt? Wo ist denn mein Eisen? 25, das ist ja gar nichts. Gibt es nicht ein bisschen mehr? Ich hätte gern mehr Eisen. Wir brauchen mehr Eisen, Sire. Oh, ich hätte mal Lust, Stronghold zu let's playen. Oh. Also, Stronghold werde ich auf jeden Fall mal let's playen. Ich weiß, da bin ich natürlich mit meiner Reichweite außerhalb der Konkurrenz, weil ich schaue sehr gerne den Let's Player an, der heißt Udwin. Und der macht auch so ähnliche Videos wie ich, so spielt so Strategiespiele. Ist vom Niveau her ähnlich so wie ich, also kann ich euch nur empfehlen, Udwin. Ein sehr cooler Let's Player und der macht halt hauptsächlich Stronghold-Videos und andere Strategiespiele. Spielt auch Empire Earth, also einer meiner Lieblings-Let's Player, muss ich sagen. Also kann ich euch nur empfehlen, Udwin, LP, ja, oder nur Udwin. Genau, so, ja. Ach, Mann, so viel Kohle überall, aber wo ist Eisen? Weißt du, überall finden wir Kohle, aber Eisen? Ne, nicht so viel. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es früher seltener, häufiger gab, so Eisen. Früher war alles besser. Früher gab es Eisen überall. Und heutzutage, fast nirgendwo. Das haben sie bestimmt ein bisschen gedrosselt. Weil eben die Höhlen jetzt auch größer sind, ja. Da finden die Leute mehr Stellen zum Abbauen. Wo sind wir denn hier jetzt? Ach, hier waren wir schon, genau. Da kommen wir her. Ich erinnere mich, mein Gott, ich verlaufe mich hier. Hier ist Wasser. Da oben ist so ein bewachsener Busch. Was ist hier drüben? Hier ist auch alles bewachsen. Eigentlich wollte ich doch nur Holz sammeln. Jetzt bin ich hier in der Höhle und sammle nach Eisen. Was ist das? Jetzt sind hier Fledermäuse überall. Ja. Ach ja, meine Soundmod ist ja auch deaktiviert, ne? Meine Umgebungsmod. Ach man, die vermisse ich jetzt ein bisschen, weil die war schon ein bisschen cool in den Höhlen. Ja, ich muss nochmal schauen, wegen meinen Mods, wie ich das am besten mache. Die Timmermod brauche ich auch mal wieder. Dass wir das wieder alles so kriegen wie vor Version 1.19. Ich finde es ein bisschen blöd, dass immer die Mods out gedatet sind und man dazu genötigt ist, sich die neueste Version immer installieren zu müssen. Aber ich glaube, das kann man sogar einstellen. Dann werde ich es beim nächsten Mal so machen, dass ich bei dieser Version bleibe. Bei mir ist es dann doch ein bisschen zu blöd, immer wieder eine neue Version einzustellen. Und die neuen Features, die da kommen, die sind ja auch nicht gerade der Rede wert. Also finde ich jetzt persönlich, es gibt natürlich Leute, die finden das sehr cool und so, was da alles neu hinzukommt, aber ich finde, Minecraft braucht keine neuen Updates mehr. Ich meine, Minecraft ist schon so komplex geworden. Es gibt mittlerweile so viele Crafting-Rezepte, so viele Blöcke und ich finde, das ist mir dann schon ein bisschen zu kompliziert mittlerweile, ja, was dann so alles in Minecraft gibt. Früher war Minecraft ein bisschen übersichtlicher. ja, aber heute ist es ein bisschen außer Kontrolle geraten, was da alles an Updates hinzukamen. Ich meine, mittlerweile haben wir einen neuen feindlichen NPC bekommen, der, den man fast nicht besiegen kann. Wie heißt denn der eigentlich? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich den schon spawnen lassen. Im Creative Modus. Und der hat's in sich, also ich habe da ordentlich gegen ihn mit einem Diamantenschwert eingeschlagen und bis der tot war, das war ja brutal. Ich weiß gar nicht, wie diese neue Mob heißt.
Ich weiß auch nicht so richtig, wie der beschworen wird. Also irgendwie muss man damit mit irgendwelchen Redstone-Sachen hantieren und so. Ich finde, ich brauche das gar nicht, ja, weil ich mich dafür mit gar nicht befasse mit diesen neuen Updates. Auch Bienen habe ich noch nie gesehen in Minecraft, ja, also diese ganzen Honigsachen habe ich noch nie gesehen. Also so tief spiele ich Minecraft ehrlich gesagt gar nicht. Ich spiele Minecraft halt nur um zu bauen, so die ganzen neuen Sachen, die Features, die interessieren mich gar nicht, ja. Ich spiele ja quasi das ganze Mal in Minecraft ohne irgendwelche Neuerungen, ja. Ich bin halt sehr konservativ, was Minecraft angeht, ja. Also ich spiele halt nur das, was ich schon kenne in Minecraft. Ich baue meine Base auf und so weiter und ich wundere mich ab und zu, wenn ich mal was Neues entdecke, so ein neues Gebäude oder so, neue Strukturen, die irgendwie gebaut wurden. Vor kurzem habe ich eine Villa gesehen in einem Creative-Spiel, wo lauter Wahnsinn drin waren, die irgendwie ständig gesagt haben, ja. Habe ich vorhin noch nie gesehen, also ich brauche das gar nicht, ich brauche die neuen Features gar nicht. Von mir aus kann ich noch mit einer uralten Beta-Map spielen. Ja, so Beta 1. Was weiß ich, 5 oder so, wo gerade der Regen eingeführt wurde, ja. Ich meine, das ist ja wie ein Lego-Baukasten. Früher hat man ja auch nur ein paar Lego-Teile gehabt und dann wurde es immer komplizierter, weil es immer wieder neue Lego-Sets gab, immer wieder neue Möglichkeiten. So ist es in etwa jetzt mit Minecraft. Ja, mittlerweile ist man überschwemmt mit Blöcken, mit verschiedenen Lego-Steinen. Und mittlerweile ist es in Minecraft so, dass man überschüttet ist mit verschiedenen Blöcken. Ich meine, wenn ich mir die ganzen Blöcke im Creative-Modus anschaue, da wundere ich mich, was es alles gibt. Weil ich das meiste gar nicht kenne. Und ich wundere mich dann auch, wie man etwas herstellt, ja. Ich kenne es gar nicht. Ich würde behaupten, ich kenne gerade mal die 50% aller Rezepte. Mehr nennt er mal. Vielleicht sogar 40% nur, ja. Halt die Grundsachen wie Werkzeuge, Schwerter und so ein Zeug. Also nur die Grundsachen, weiß ich. So komplizierte Sachen muss ich meistens immer nachschauen. Wie Crafting Table oder so, ja. Klar gibt es natürlich die Hardcore-Minecraft-Fans, die kennen das. Die können das im Schlaf und so, könnte es im Schlaf so aufzeigen, wie etwas gecraftet wird. Aber ich gehöre da nicht dazu. Ich bin so der Casual Minecraft-Spieler, der wirklich keine Ahnung von nichts hat, ja. Und ich brauche auch nicht mehr Sachen. Also von mir aus kann ich mit der Version 1.19 bis zum Ende meiner Lebenstage spielen. Wisst ihr, ich brauche das alles nicht. So, hier ist ein Emerald, den holen wir uns jetzt allerdings nicht an. Wobei, ich könnte eigentlich mal schauen, ob ich den Emerald auch mit Stein abbauen kann. Aber ich könnte schwören, dass man dafür Eisen braucht. Der würde es wahrscheinlich kaputt gehen. Ja, seht ihr, solche Sachen weiß ich nicht. Es gibt wahrscheinlich Leute, die wissen das aus dem Stegreif, aber solche Sachen weiß ich halt nicht, ja, weil ich eben nur der Casual-Minecraft-Spieler bin. Ja, so wie Leute, die Pokémon spielen, die auch nur die ersten 150 Pokémon kennen und mehr nicht. So in etwa bin ich in Minecraft. Es gibt immer Leute, die wissen es natürlich besser. Und ich will nicht sagen, ich bin der beste Minecraft-Spieler. Ich sehe mich sogar, wie gesagt, ich habe es glaube ich schon mal erwähnt, ich sehe mich sogar als der schlechten Minecraft-Spieler an. Aber trotzdem macht mir Minecraft Spaß. Und das ist ja um das, was es zählt. Man kann in Minecraft spielen, so wie man möchte. Und muss nicht immer alle Features des Spiels nutzen. Ja, also so ins Ende gehen und so. Und alle Gegner immer mit maximalen Rüstungen abschlachten und so, davon halte ich nicht viel, weil ich bin eben der in Minecraft sehr gerne baut und weniger Gegner killen will, ja, also ich bin da so eher der Baumeister. Alter, wo geht denn das hier alles hin? Das ist ja mega verwinkelt. Aber irgendwie nimmt es auch kein Ende, dieser Untergrund. Alter, seht euch das an, jetzt geht's hier wieder weiter. Wir haben hier irgendeinen Bereich in dieser Höhle entdeckt, den wir vorher noch nie gesehen haben. Den noch nie zuvor ein Mensch entdeckt hat. Alter, wie groß diese Halle hier ist. Wow. Was ist denn da unten? Bestimmt geht es da sehr tief runter. Wenn ich da runterfall, sterbe ich wahrscheinlich wegen Fallschaden. Da muss ich jetzt aufpassen. Oh Gott, wie komme ich da jetzt runter? Das ist ja... Mann. Was ist denn das hier eigentlich für ein Block? Ich habe keine Ahnung. Ich habe diesen Block, glaube ich... noch nie gesehen. Was ist das? Ist das Erde? Nee, für Erde ist es zu... Moment, ich hab den Erd... Ach, das ist Granit. Okay. Seht ihr, solche Sachen weiß ich halt nicht. Den Granitblock gibt's schon ewig, aber trotzdem weiß ich das halt nicht. So, gleich haben wir es geschafft. Gleich sind wir hier unten.
Okay, hier unten ist Obsidian oder sowas. Schwer zu erkennen, oder ist das Wasser? Sieht mir so ausgetrocknet aus. Mann, eigentlich wollte ich doch Holz sammeln gehen und jetzt bin ich hier am Arsch der Welt. Da, wo die AfD ist. Ich habe es ja im letzten Part gesagt, die AfD ist für mich ganz unten und jetzt bin ich im Gebiet der AfD. Und da geht's auch weiter. Oh mein Gott, ey, ich werde hier niemals wieder zurückfinden. Ich werde mich wieder 90 Grad nach oben graben müssen. Naja, wenn man gibt's. Ah, seht euch das an. Jetzt geht hier schon der Tiefe. Die Tiefblöcke fangen jetzt hier an. Aber immerhin haben wir hier ein bisschen Eisen. Und ich möchte hier ein bisschen Eisen sammeln, dass wir ein paar Eisenwerkzeuge haben können. Dass wir ein bisschen schneller unsere Bauprojekte bauen können. Also diese Reise wird sich, glaube ich, investieren. So, ich nehme jetzt auch das Kupfer mit, auch wenn ich keine Ahnung habe, für was man das braucht. Da muss ich mal im Minecraft-Wiki nachschauen. Wahrscheinlich gibt es den Kupferblock auch schon jahrelang, aber ich weiß es halt nicht, ja, weil ich Minecraft seit vielen Jahren oder nach langer Zeit nicht mehr gespielt habe, bis ich diese Let's Play wieder angefangen habe, ja. So ist es halt, ne? Ich bin halt nur der Casual-Minecraft-Spieler und das ist, glaube ich, Andesit, oder? Oder Diorit? Diorit, glaube ich. Diorit, ja. Ach man, okay, hier ist Ende im Gelände, wortwörtlich. Das Kupfer nehmen wir auch noch mit, wenn wir schon hier sind. Da auch. Okay. Ach, hier ist ja auch noch Kupfer. Mein Gott, was will ich mit dem ganzen Kupfer? Ich frage mich echt, was ich Kupfer brauche. Naja. Wenn ich weiß, für was ich es brauche, dann dann werde ich es wahrscheinlich dann ordentlich nutzen. Wahrscheinlich für irgendeine Redstone-Sache, weil Kupfer ist ja so ein Draht im Prinzip, ja. Kupferkabel kennt man ja. Gut, dann schauen wir uns mal diese große Halle hier an. Was ist denn das hier für ein Block? Was ist denn das? Basalt. Habe ich noch nie gehört. Seht ihr, solche Sachen weiß ich halt nicht. Bestimmt gibt es Leute, die wissen das sofort. So, ja, das ist aus Version 1. Punkt, was weiß ich. Aber ich kenne diesen Block nicht. Ich nehme ihn jetzt trotzdem mal mit. Dieser Block ist neu für mich. Ich nehme ihn jetzt einfach mal mit und schaue, was ich dann damit machen kann. Was ist das jetzt hier? Hä? Seht ihr, sowas kenne ich halt auch nicht. Was ist das? Amethystblock. Lauter Neuheiten für mich. Ich kenne das nicht. Alles Neuland für mich. Minecraft ist für uns alle Neuland. Aber das Abbaugeräusch war gerade cool. Wie viel... Alter, was ist da? Was ist das alles? Ich bin tief unter der Erde. Und hier ist wieder dieses... Ach, das ist irgendwie befriedigend, das abzubauen. So, wo sind wir denn hier gelandet? Was ist das alles hier? Was sind das hier für Sachen? Ich kenne das alles nicht. Was soll das? Ding, 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 ding. Was ist das? Amethystscherbe. Ah ja, ich kenne das alles nicht. Keine Ahnung, Entschuldigung. Aber ich feiere das Geräusch, wenn man es abbaut. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. So, wo sind wir denn? Gold, ich habe Gold gefunden. Nice, jetzt geht's los hier. Jetzt kommen die wertvollen Rohstoffe hier ganz unten in diesen Abschnitt. Was kann man denn damit machen? Magenta-Kerze. Ach gut, dass ich das hier habe. Amethystblock. Eisenklumpen. Ist es nur zum... Was ist denn das hier? Ich sehe es gerade nicht, was man damit machen kann.
Ja, da muss ich wahrscheinlich an den Crafting Table ran. Ding dong dong. Ah, das ist so befriedigend, das abzubauen. Ding 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 ding. Ach, das ist so, als würde man sich so Schredder-Videos auf YouTube anschauen, ja? Wie etwas langsam in die Einzelteile zersetzt wird, ja? So ist es ungefähr mit dem Abbau dieser Blöcke. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was man damit macht, aber ich nehme es trotzdem mal mit. Wer weiß, wann wir wieder solche Blöcke finden werden. Ah, genießt einfach dieses Geräusch. Ich glaube, das ist mein neuer Lieblingsblock. ich meine, das da ist Klong, aber das ist Ding, Ding. Hat schon was Musikalisches, so als würde man irgendwie auf Glas hauen. So, und gleich haben wir hier alle Blöcke mitgenommen. Bloß, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, für was man das eigentlich baut. Wahrscheinlich ist es ein total sinnloser Rohstoff, der gar keinen Zweck erfüllt. Aber trotzdem, er klimpert so schön. Ding, ding, ding. Okay, ja, das Gold könnten wir uns auch mal mitnehmen, allerdings haben wir dann, ja, wobei ich würde wahrscheinlich eh noch mehr Gold finden, wir brauchen mehr Gold, Sire. Ja, Outer Running Gags of Stronghold, tut mir leid. So, was ist denn das hier eigentlich? Fernrohr. Kupferbarren? Aha, jetzt wissen wir, wofür man Kupferbarren braucht. Ein Fernrohr. Ich wusste gar nicht, dass es hier Fernrohre gibt in Minecraft. Interessant. Seht ihr? Solche Sachen weiß ich nicht. Wahrscheinlich gibt es das Fernrohr schon seit 3, 4 Versionen oder so. Kein Plan. Jetzt bauen wir uns erstmal einen Ofen und schmelzen das Ganze. Rohkupfer. Ja, machen wir das ganze Kupfer hier schmelzen. Und dann machen wir noch einen zweiten Ofen und machen gleich noch das Eisen. Dass wir gleich Eisenwerkzeuge hier haben. Wo ist denn das ganze Eisen? Rohkupfer, Roheisen hier. Glatter Basalt. Schauen wir uns das mal an. Amethystblock. Okay, diese vier Dinger geben einen Amethystblock. Ergibt Sinn. Ah, warte, wir können ja mal schauen. Hier Fernrohr. Dann... Was ist denn hier neu? Andesitstufe. Fichtenholz. Ja, das kennen wir alles schon. Smaragdblock. Okay. Strohballen, Kupferblock. Das ist zum Lagern ganz gut, weil die kann man ja sich immer wieder trennen, die ganzen Sachen. Goldblock ist klar. Lapis Lazuli Block. Lapis Lazuli kenne ich. Laterne. Laterne kenne ich ehrlich gesagt nicht. Interessant. Theoretisch können wir ein paar Laternen hier platzieren, also für unseren Weg quasi. Das wäre ein bisschen besser als diese Fackeln hier. Seht ihr, ich wusste auch nicht, dass es Laternen gibt.
Spinnenauge, goldene Karotte, kenne ich sogar. Was ist das? Kerze, da braucht man Honig. Ich glaube, das habe ich sogar schon mal gesehen. Den Kessel kenne ich, den kann man Wasser lagern. Für irgendwelche Tränke, soweit ich mich erinnern kann. Ein Schild ist klar, haben wir schon. Magenta Farbstoff, Glasscheibe. Magenta Glasscheibe, Magenta Farbstoff. Okay. Ach so, Glasscheiben. Das sieht man gar kaum, gar nicht diese. Okay. Ich denke mir schon gerade, hä, wo ist das Glas? Okay, was haben wir hier? Kette. Okay. Brot, Lapis, Lazuli, Block. Plattenspieler ist klar. Braucht man für CDs und so weiter. Tageslichtsensor. Kenne ich, glaube ich, auch. Feinlegeplatte kenne ich nicht. Ja, Räucherofen kenne ich auch nicht. Ja, alles neue Sachen hier für mich. Okay, das sind die ganzen Objekte. Goldstiefel, Bogen, Eichenholz, Amethystblock. Ja gut, das haben wir ja schon alles gesehen. Okay, viele neue Sachen für mich. Dann können wir mal schauen. Fernrohr. Also wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ah, cool. Das ist cool. Das könnte man gut nutzen, wenn wir oben in unserer Basis sind, ja? Einfach hier mit einem Fernglas hier die Gegend erkunden. Ja, hat schon was. Ja, wollen wir langsam rausgehen? Ich meine, wir haben jetzt ordentlich viele Sachen hier. Ich meine, jetzt haben wir Kupfer. Eigentlich, ich wollte gar nicht so viel Kupfer mitnehmen. Und jetzt haben wir hier wieder Unmengen an Kupfer. Wisst ihr was? Ich nehme jetzt alles hier mit. Ich brate es dann oben. So, soll es hier weiter braten. Oder wollen wir tiefer in die Tiefe gehen? Ach, richtig, ich wollte das Gold hier noch mitnehmen, genau. Dann brauche ich eine Eisenspitzhacke dafür, weil ich weiß noch, dass das dann verschwindet, wenn man das mit Stein abbaut. So. Oh ja, hier ist nochmal Gold. Und hier auch. Wir haben eine Goldader gefunden. Wir sind reich. Yay! Der Goldpreis wird sowas von sinken. Okay, jetzt müssen wir hier irgendwie hier hoch. Verdammt, wie kommen wir da hin? Ich sollte nicht alles mit der Eisenspitzhacke machen, weil die braucht man eigentlich für die wertvollen Sachen. Klack, klack. Okay, gleich haben wir es geschafft. Wir sind raus aus diesem Loch. Jetzt ist bloß die Frage. Ach komm, schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Vielleicht finden wir ja Diamanten oder sowas. Gerade in dieser Tiefe. Alter, was ist das alles? Redstone! Ja, schön, dass wir mal Redstone finden. Ist aber auch nicht gerade viel. Wir haben noch nie Redstone gesehen. Klasse. Okay, ich höre Lava. Hier ist Kohle bei diesem Übergang. Ah, das Lavageräusch 2.0. Blub, blub. Hier hinten ist wieder Kupfer. Ich brauche das Ganze nicht. Was ist denn das hier eigentlich? Ist das Eisen? Ja, das ist Eisen. Sieht gar nicht so aus wie Eisen. Ja gut, das liegt an dem Block außen rum, weil das so ein harter Block ist. Okay, hier klebt auch noch sehr viel Rohstoff hier an den Wänden hier oben. Da ist Eisen, da ist Kupfer. Hier sind noch durchwucherte Blöcke. Hier ist Diamanten. Ha! Nice! So muss es sein. Warte, das sind keine Diamanten, das ist Lapis. Fuck.
Immer dieser Fake, da muss ich an diese Minecraft-Serie auf Netflix denken, ja. Da will der einen Diamanten an und dann kriegt er nur Lapis dafür. Ja. Voll der Verarscher. Hier ist Gold. Alter, was ist das da hinten? Oh Mann, ey. Ja, ist aber auch schön, dass wir mal eine gescheite Höhlenerkundung machen, aber ich wollte es gar nicht. Ich wollte hier einfach nur rumschauen. Hier ist wieder Eisen. Mann, ich will das doch gar nicht. Ich wollte doch einfach nur... Okay, das mit den Bäumen fällen können wir für diesen Part vergessen. Jetzt sind wir hier für immer gefangen. Nee, aber das ist auch mal ganz gut, dass wir hier mal so eine Riesenhöhle entdecken. Weil es tut uns, glaube ich, fortschrittsmäßig ganz gut. Ich glaube, das Kupfer nehme ich jetzt nicht mehr mit. Na, kommt, das nehme ich dann mit, wenn wir schon dabei sind. So, das dann auch noch. Okay, aber mehr jetzt auch nicht mehr. Hier ist noch ein bisschen Gold. Ja, das schadet nicht. Ich glaube, die Höhlenerkundung schadet uns nicht. Da müssen wir hier nicht länger mit diesem Eisenzeug, Kupferzeug hier arbeiten. Ja, es tut uns wirklich gut, dass wir jetzt da ein bisschen mehr Fortschritt reinkriegen. Für die Wissenschaft. Eigentlich wollte ich hier in diesem Part ganz bequem über irgendwelche Themen reden, aber jetzt sind wir hier in so eine Höhle gefangen. Das sind Diamanten, oder? Oder ist es auch wieder Lapis? Das ist auch wieder Lapis, nicht wahr? Ja, ist auch wieder Lapis. Was sonst? Mann, Diamanten wären ja zu leicht hier in dieser Gegend, ne? Hier ist auch wieder Lapis. Wo bleibt eigentlich die Musik? Es läuft gar keine Musik. Die ganze Zeit läuft keine Musik. Ist die überhaupt an? Musik. Musik ist an, aber die läuft nicht. Geil. Das ist mir ein bisschen zu ruhig. Ich glaube, ich brauche irgendwann mal so eine gescheite Playlist mit Musik. Aber ich hab halt da Angst wegen Urheberrechtszeug und so weiter, weil so viele Minecraft-Parts von mir in der Vergangenheit gelöscht wurden, weil irgendwas läuft, was irgendwie YouTube nicht will. Was ist da hinten? Oh Mann, da geht es ja auch wieder tiefer. Und hier auch. Alter, was ist das hier? Ich drehe hier noch durch. Ich werde sowas von nie wieder nach Hause finden. Ja gut, zur Not könnte ich mir jetzt einen Kompass erstellen. Und der zeigt ja immer zum Spawnpunkt und ungefähr, wo der Spawnpunkt ist. Da ist ja auch unser Zuhause. Also so ganz verlaufen werden wir uns jetzt nicht. Aber trotzdem wieder zurückfinden. Das wird ein Spaß werden. Alter, die Blöcke, die sind... Was ist das? Diamant und Lapis oder... Sind beide Lapis? Ja, das sind beide Lapis, aber irgendwie sieht ein Block anders aus wie der andere. Warte, für was braucht man eigentlich Lapis? Ich glaube für Farbstoff, ne? Für sonst eigentlich nichts, oder? Für mehr ist Lapis nicht zu gebrauchen. Also ist eigentlich ist Lapis ein total sinnloser Rohstoff. So, Alter, was ist das alles? Ich will nicht mehr. Diese verdammte Version. 1.18 ist es. Na ja gut, wegen genau dieser Version habe ich ja Minecraft wieder angefangen. Alter, was ist das alles hier? Irgendwie feiere ich diese Höhlen, aber irgendwie sind mir die dann doch ein bisschen zu gewaltig. Ich meine, was ist das? Was ist das hier alles? Ach Mann. Alter, das ist ja... Aber das macht schon Laune hier, das Erkunden so... Egal. Bloß, das macht mir halt dann später überhaupt keinen Spaß... wieder rauszufinden. Ich werde mich wahrscheinlich wieder nach oben graben müssen, weil anders was anderes bleibt mir nicht übrig. Ich grabe mich da einfach nach oben, 90 Grad in Richtung des Spawnpunkts. So wird das Ganze enden. Naja, aber Laune macht schon, die Erkundung. Also, das kann man nicht bestreiten. Aber es, Alter, wir sind schon fast überladen. Ja gut, später kann ich eventuell hier die ganzen Andesit-Zeugs da, was ist denn das hier? Tuffstein, kenne ich auch nicht. Was ist das alles? Höhlenerkundungen sind für mich Neuland und jetzt ist da eine Mücke auf meiner Nase. Völlig verbiss dich. Scheiß Viecher. Ich mach mal schnell Licht, dass die da ein bisschen woanders hinfliegt. So. Scheiß Mücken. Genau wegen Mücken hasse ich den Sommer. Ja gut. Hassen ist ein bisschen übertrieben, aber ich mag den Sommer halt nicht so richtig wegen Mücken.
Was ist das denn da? Ein Oktopus. Ein goldener Oktopus, der da gerade am Sterben ist. Eieieiei, was sieht man da alles nur in dieser Höhle? Das ist ja brutal. Und hier geht's auch noch nach oben. Da. Eigentlich will ich in die Tiefe. Ich will ja Diamanten haben. Na komm, ich gehe mal in die Tiefe. In die Tiefe. Musst du gehen. Da unten ist wieder so ein Glowy Octopus. Ach Gott. So, jetzt sind wir dann gleich hier. Hier ist wieder Redstone. Da ist eine Fledermaus. Hallo Fledermaus. Schön, dass mal Musik kommt. Die ganze Zeit lief keine Musik und jetzt haben wir es endlich. Es ist Musik da. Hallo Fledermaus. Tschüssi. Fledermaus, jetzt gib mir endlich diese scheiß Diamanten. Diamanten will ich haben. Und Redstone ein bisschen. Wenn wir genug Redstone haben, könnten wir eventuell eine automatische Weizenmaschine machen. Oder eine Monsterfalle oder sowas, ja. Die automatisch läuft. Läuft, Alter. Hier hinten ist noch Gold. Und hier ist Schicht im Schacht, wortwörtlich. Keine Diamanten. Jetzt bin ich so tief und keine Diamanten. Was für eine Enttäuschung. Lauter bewucherte Fake-Blöcke. Da ist Eisen hier. Warte, wo ist denn jetzt das Gold? Da oben oder was? Nee. Naja, nehmen wir mal das Redstone damit. Alter, diese scheiß Mücke. Jetzt will sie mich stechen, dieses Mistviech. Gut. Ah, da haben wir noch Fackeln. Ich dachte schon, wir are out of torches. So, 9 Minuten haben wir noch. Und ich glaube, das wird heute nichts mehr mit dem Holzfällen. Aber wie gesagt, jetzt haben wir hier einen ordentlichen Fortschritt, weil wir eben die ganzen Sachen hier gefunden haben. Bloß, wie kommen wir jetzt wieder nach Hause? Das sollte die Zukunftskämpfe im nächsten Part machen. Ah, der wird sich sowas von aufregen. Dieser Janka geht in die Höhle und ich muss ihn wieder da rausholen. Naja, aber der Zukunftskevin ist immer so ein. Ist ein cooler Junge, ist ein cooler Typ, ja. Der muss immer das machen, auf was ich gerade keine Lust habe. Der kann es nicht einfach auf mich schieben, ja. Das ist eben schon ziemlich cool. So, das ist, glaube ich, Lapis, ne? Keine Diamanten bisher. Jetzt war ich so tief in nirgendwo und keine Diamanten. Aber immer ein bisschen Redstone. Level 25. Ja, mein Level will ich auch mal einsetzen für irgendwelche Zaubersachen. Da müssen wir uns ein paar Kühe holen und so. Leder draus machen. Alles. So viele Sachen, die wir noch machen wollen. Ein Monster-Spawner. Yay. Interessant. Erstmal hier alles erhellen. So, was haben wir hier? Schallplatten, Brot, Redstone, Fäden. Okay, Schallplatte Cat, Schallplatte 13. Oh Mann, Schwarzpulver. Ich schmeiß die ganzen Müllblöcke da rein. Da, weg. Brauchen wir alles nicht. Pfui. Knochen, Fäden, Brot, Schallplatte. Ach, Mann, ach, den Knochen brauche ich doch nicht. Weg mit diesem Knochen. So, was ist hier? Namensschild. Diamanten, Rossharnisch. Verrottetes Fleisch. Ach Gott, so viel Zeug. Ja, jetzt habe ich das Problem, dass ich das alles nicht mitnehmen kann.
Hier nehmen wir mal die Eingeweide damit. So, das ganze Zeug hier, den Hornisch hätte ich auch noch gerne. Ja, Brot können wir uns herstellen, das brauchen wir eigentlich nicht. So, das Namensschild, eigentlich können wir die angeln, soweit ich mich erinnern kann. Granit rein, Namensschild mitnehmen, so. Okay, Monster Spawner ist hier, gut zu wissen. Früher habe ich das immer so gemacht, dass ich mir die markiert habe, dass ich mir so eine Art Monsterfalle bauen kann. Aber hier mitten im Dunkeln, ganz unten, ist es etwas schwierig, eine Monsterfalle zu bauen. Und was ist das? Ach, das ist wieder. Das ist wieder Lapis. Lapis Lazuli. Ah, da, 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 da. So, hier ist noch Eisen. Sonst ist hier nichts mehr. Okay. Soll mir recht sein. Ah, da ist noch Eisen. Haben wir da noch eine Spitzhacke übrig? Nein. Ich soll jetzt echt langsam wieder nach Hause gehen. Meine Schweine machen sich schon Sorgen um mich. Den Moosstein, ach, den kann man sich herstellen. Das ist auch nicht so wichtig. Okay, jetzt hat die Frage. Wie geht's nach Hause? Das soll der Zukunftsjanker machen. Ich nehme hier noch so viel mit, wie es geht, und dann gehe ich im nächsten Part raus. Alter, wie groß das alles ist. Seht euch an, wie groß das alles ist. Ich drehe hier noch durch. Ich drehe hier noch durch. Aber es sieht echt geil aus. Also die 1.18 Version ist echt nice, ja. Das ist echt. So muss Minecraft aussehen. Komm schon, ich will wenigstens noch Diamanten finden. Ja. Aber Eisen haben wir jetzt genug. Ja, vorhin habe ich mich beschwert, wo ist das ganze Eisen? Wo ist das ganze Eisen? Jetzt bin ich hier ganz unten und überall ist Eisen. Und Kohle schaue ich gar nicht mehr drauf. Kohle ist für mich mittlerweile endlich geworden. Nee, endlos geworden. So muss man sagen. Endlos. Ein endloser Rohstoff. Die Kohle. Erschaffen von Mutter Natur. Ja, Eisen nehme ich so viel mit, wie es geht. Bei Eisen. Eisen ist Fortschritt. Dann sind wir im Eisenzeitalter. Ja. Dann sind wir von der Steinzeit in die Eisenzeit gesprungen. Das ist in Age of Empires schon ordentlich, ja. hier ist auch wieder Eisen. Bei Age of Empires hätte ich auch mal wieder Lust zu Let's Playen. Wir haben ja noch, also ich weiß nicht, ob ich den 1er lieber spielen will oder den 2er. Wir haben ja mal den 2er gespielt, aber nicht komplett durch. Vielleicht würde ich dann lieber den 1er spielen wollen. So, Steinzeit und so weiter, ja. Steinzeit, Gazellenjagen mit Ägypten. Hat schon was. Damit Griechenland ein bisschen Ackerbau betreiben. Das fehlt uns noch auf meinem, das fehlt mir noch auf meinem Kanal, ja. Age of Empires. Eins. Den 2 haben wir schon gespielt, aber nicht den 1er. Früher hätte ich am liebsten den 1er gespielt, aber ich konnte nicht spielen, weil irgendwie hat Gaster Probleme mit meinem Fraps damals oder mit meinem Shadowplay. Deswegen konnte ich Age of Empires 1 nicht aufnehmen. Deswegen habe ich Age of Empires 2 aufgenommen. Aber mittlerweile gibt es ja die ganzen Definitive Editions. Alter, was ist das alles? Ich will hier nicht mehr raus. Hallo, ihr goldenen Oktopanten. Ach komm, ich gehe jetzt zurück hier und beende den Part. Dann soll der Zukunfts-Kevin hier rausgehen, ist dann sein Problem. Und gerade hatte ich voll den heftigen Lag. Lag. So, ich mache jetzt hier Pause. Ja. Gut, wir hatten in diesem Part kein Thema, über was wir geredet haben, aber dafür hatten wir eine schöne Höhlenerkundung. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Part. Wenn wir schauen, wie es hier weitergeht, und vielleicht suchen wir den Ausgang, ja, eher vielleicht besser für uns. Dann bis zum nächsten Part. Macht's gut, euer Janka. Ciao.